Alter, ey, was war das denn jetzt? Boah, die Möglichkeit, mir so auf den Sack hier rumfliegen, ne? Das was macht einen einfach nur aggressiv. Das ist einfach nur, wenn ihr... Pff. Vor allem ganz wichtig, wenn ihr einen immer in den Mund fliegen wollen, ne? Das ist auch sehr, sehr toll. Ey, das geht mir so auf den Sack, das Vieh. Ich raste gleich so aus. Mein Wohnzimmer ist relativ groß. Abgesehen davon, dass ich eine Wohnung habe und die Wohnung hat mehrere Räume und die Räume, die sind auch frei begehbar oder frei befliegbar für eine Mücke oder Obstfliege, wie man das Vieh nennen soll. Ja. Aber nein, es muss unbedingt mein Gesicht sein. Oh ja, da ist was, da ist was. Leute, wir haben's. Wir haben's bald. Es ist hier... Ey. Ja, wir haben's. Ich habe zwei entdeckt. Wir haben es, vermeintlich. Trotz Mücke oder was immer das ist für ein Tier. Bringt ihn zurück! Warum? Warum das denn? Ich habe keine Bomben mehr, Leute. Lass mich in Ruhe. Du bist erledigt! Nein, bin ich nicht. Ich habe keine Bomben. Oh. Hi, Langes! Wo ist er? Na hier. So. Was ist denn mit dir los, sag mal? Hast du auch ein Tarzan-Heft? Genau, danke. Wenn ich zwischendurch das Mikro poste, tut mir das sehr, sehr leid. Das ist aber einfach nur ein Reflex wegen der Mücke. Ihr wisst Bescheid. Was für ein Spektakel. Einfach nur weg hier. So. Ah, fuck, eins fehlt noch danach. Ah, shit. Das wäre natürlich cool, wenn wir das vor Kappadokien noch hätten, ne? Da. Eieiei. Ich kann wieder ein paar Diebe anheuern. Ah, stimmt, das hätte ich vorhin eigentlich... Ah, ich hätte vorhin eigentlich ein paar Diebe anheuern müssen vielleicht, dass die ganzen Janitschare hätten plündern können. Ah, hab ich drüber nachgedacht. Tja. Hinterher ist man immer schlauer, das war schon mal so. Ziemlich beweglich für sein Alter. Oh. Machst dir keine Vorstellung. Uns fehlt nur ein Fragment, Leute. Das war wieder der Mücke zu verdanken. Weil ich mal kurz mein Headset weggeballert habe. So, alles gut? Ja, sieht gut aus, oder? Ich denke schon. So. Okay, ja, vom Prinz. Ah, hier sind die beiden, genau. Versteckte Gruft und versteckte Gruft. Tunneleingang, das. Ja, trifft sich sehr gut. Dann kann ich mit dem Tunnel dahin. Dann machen wir das als nächstes. Mal wieder was etwas. Wieder etwas Produktiveres hier machen. Oh, ein Herold. Sie müssen festgesetzt und ausgemerkt. Na, das ist aber wirklich mal dreist. Das ist nicht dreist. Ungut gekleidet. Die Janitscharen. So, minus 25%. Okay. Hauptmann Hassan B., die Pestilenzbewahrer von Byzanz ausmerkt. Er hat zwar nicht genügend Truppen zur Verfügung, aber. Ich meine, ich will auch ein Fragment haben. Es muss irgendwo sein hier.
braucht er nur eins. Boah, ich dachte schon. Ich wollte schon einen Jubelschrei ausstoßen. Das ist wie wenn jemand schießt und schießt gegen den Pfosten. So, haben wir die Geschichte nämlich auch jetzt beendet hier. Ich bin ein Sprengmeister. So. Apropos Roma. Oh, ist hier ein Gerüst? Hallo? Ah, Entschuldigung. Eieiei. Naja, ist, Entschuldigung, ich muss den eigentlich Schaden töten. Oh, Entschuldigung, es war ein Versehen. Mir ist die Klinge ausgerutscht. Aua. Es juckt meine Nase. Ich werde hier wahnsinnig. Was ist denn hier gerade los bei mir? Also, offscreen. Hier spielen sich Szenen ab. Die sind unvorstellbar. Unvorstellbar sind sie. Sehr gut. Nichts kann euch aufhalten. Ich weiß, dass viel in die Nase reingeflogen ist, wäre echt ärgerlich. Es sind einfach so viele. Alter, wie viele sind das denn? Habe ich irgendwas Bombiges? Ja, habe ich echt. Hoho. Ja, komm schon, komm schon, komm schon! Und? Hat's gereicht? Ja, Mann, wie geil! Das war jetzt einfach nur purer Zufall. Ich kann ihn nicht werfen, die Kacker. Ich wollte nicht kontern. Ich wollte ihn einfach nur... Mann, das ist eine Scheiße mit diesen Gerüsten, echt. So, jetzt brauche ich Diebe. Hallo, Diebe? Diebe? Sind hier Diebe irgendwo? Natürlich nicht. Die Diebe sind hier wirklich sehr rar gesät, muss ich sagen. Echt schade, weil es werden wieder einige geplünderte Leichen mehr. Naja. Mal kurz oben gucken, ob dazu vielleicht eine Seilrutsche ist. Hier ist eine. Das bringt mir aber relativ wenig. Komm, ist egal, wir gehen zum Tunnel und fertig. Das wird sonst hier alles nichts mehr. Da so ein paar nervige Trophäen haben wir schon, das ist sehr schön. Wir können das nochmal probieren. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr wisst genau, was ich meine. Hagia Sophia, ja, wo genau ist die denn jetzt? Bank, ja, ist auch gut. Dann können wir nämlich das Ding vielleicht sogar direkt kaufen. Na gut, da in dem Bereich habe ich ja schon zigmal geguckt. Da dürfte eigentlich nichts mehr versteckt sein. So Fragmentartiges. Lass doch bitte einfach fallen. Ich habe jetzt so auf den Kreis gedrückt. So. Banco. Okay, für 32.000 kann ich definitiv das Ding nicht kaufen. Ja, genau. Wie auch immer. Du sagst es, Bruder. Du sagst es. Konstantin Forum. Wo ist denn das? Hier? Hagia Irene. Einen der beiden müsste es aber sein, weil... Ja, aber nicht unbedingt. So, ich glaube, daraus ist es wieder nicht geworden. Also Fakt ist, eine der beiden Geschichten spielt sich unter der Hagia Sophia. Hey, macht euch das Spaß? Ja.
Wow. Heilung! Tränke! Gift! Vor allem der Tunnel nennt sich Hagia Sophia, also Tunnelzugang vielmehr. Und die ist einfach so weit entfernt trotzdem. Ich habe mal ein paar Kröten übrig hier. Es wird nur eine angezeigt. Ist die andere auch wieder, hä? Ach komm, ist egal, wir gehen jetzt hier rein. Gucken, was es erwartet. Ich habe keine Ahnung. Oh. Hallo. Ist jemand zu Hause? Hallo? Ich möchte eine Zeitschrift kaufen, bitte. Wollte ich jetzt wirklich eine Treppe hochlaufen, allen Ernstes? Gibt's hier überhaupt eine Treppe? Ich blicke hier gerade nicht durch, ehrlich gesagt. Warte mal, ich muss das mal markieren, das Ziel. Ich muss das unbedingt markieren. Versteckte Gruft. Eine ebene Höhe. Leute, was übersehe ich? Hä? Was mache ich falsch? Ich kann nirgendwo hochklettern. Kann ich das ja später irgendwann machen? Wieso wird es mir dann schon angezeigt? Oder ist das wieder ein Bug? Oder. Ne? Ich verstehe es halt einfach nicht, ne? Vielleicht hat das auch damit was zu tun. Was? Wo? War doch gerade irgendwas. Hä? Hier. Wow. Ich hab eine Tür oder sowas gesucht, einen Zugang. Versteckte Gruft freigeschaltet. Kerker von Vlad dem Fehler. Den kennen wir ja noch. Den kennen wir ja noch aus dem zweiten Teil. Ich habe gedacht, die Gruft, die wäre jetzt, der Zugang wäre jetzt hier oder so. So wird man hier gelingt. Nee, Freunde. Ja, gut. Das habe ich vollmundig versprochen, dass wir hier eine versteckte Gruft besuchen. Dann kommt sowas dabei raus. Was hat eigentlich der Flatter-Fehler mit Konstantinopel zu tun? Das würde ich gerne mal wissen. Habe ich euch irgendwas getan, Herr? Also mir jetzt nicht. Weiß ich, wie du jetzt meinst. Okay, ist auf jeden Fall unten. Unten.
Das Geheimnis der Hagia Sophia. Die sterblichen Überreste des türkischen Assassinen Ishak Pascha, der für seine Tapferkeit bekannt war, liegen in einer unterirdischen Gruft begraben, die von der Hagia Sophia aus zugänglich ist. Der Level von 6 Minuten, nein! Probier's einfach. Und jetzt? Ah. Das erinnert mich voll an so ein, so eine Gruft in Brotherhood irgendwie. Mal ein bisschen ruhig, weil ich mich jetzt konzentriere, weil ich das schon gerne auf Anhieb schaffen möchte. Das wäre schon ziemlich knorke. Ja, genau. Immer diese Zufälle, ne? Wie schon bei Brotherhood. Dass man da wieder hochkommt leicht, wenn man runterknallt. So, okay, das ist eine Truhe, die sammle ich ein. Ich weiß, ob es eine der relevanten Truhen ist, wahrscheinlich nicht. Das war nicht mal eine Truhe, das war nur so eine Springfeuerkacke. Ja. Ah. Das wird nichts, glaube ich, mit dem Zeitlimit. Boah, die irritieren mich, diese Dinger. Ich glaube, die Truhe, die wird uns zum Verhängnis. Das war unnötig, glaube ich. Das war sehr unnötig. Da, oder? Ich bin gerade verdammt ruhig, ne? Das ist für solche Situationen eher ungewöhnlich bei mir. Ich hoffe immer noch, vielleicht schaffe ich es ja doch. Trotz dieser Kacktruhe, die gar keine Truhe war im Endeffekt. Ich habe gerade das Gefühl, Bewegung ist einfach nur im Kreis. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wackelig, wackelig, wackelig.
Komm schon, Ezio. Ich bin so angespannt gerade. Jetzt müsste so die Meldung kommen, so ohne Vorwarnung. So ohne akustisches Signal, einfach so die Meldung nicht geschafft. Sie würde so feiern. Hallo? Ishak Paschas Rüstung. Rüstungsverstorbenen osmanischen Wesirs Ishak Pascha, Angehöriger der Parfi und Kam. Wow, Leute, ich bin so stolz auf mich. Wie geil. Trotz Truhe, die ich gesammelt habe. Also geöffnet habe, quasi.